Larissa Marold ist ein Phänomen. Und das meinen wir wirklich ernst, denn kein Kandidat hat das Dschungelcamp bislang so gut unterhalten wie sie. Larissa gibt einfach alles für uns. Und das 24 Stunden am Tag. Mit welchen philosophischen Weisheiten sie Deutschland täglich verzaubert, verraten wir euch jetzt. Mit diesem Spruch hat sich Larissa bereits in die Klassiker der Camp-Sprachschöpfung verewigt. Sie ist eine wandelnde Poetin und einfach unaufhaltsam. Frei nach diesem Motto bewohnt Larissa das australische Dschungelcamp. Sie zeigt Motivation, Kampfgeist, Hunger, Mut und Ehre. Aber manchmal dann doch wieder nicht. Larissa kümmert sich eben um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und von der ein oder anderen Weisheit kann man ja auch noch etwas lernen. Larissa hat wirklich feine Antennen, die sie sekündlich in die Tiefen des Urwalds sendet. Mit ihrer tiefgründigen Art erkennt sie den unüberbrückbaren Abgrund, der sich zwischen ihr und den anderen Bewohnern gebildet hat. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Larissa keinen Anschluss bei ihren Mitcampern findet. Sie ist ihnen gedanklich und intellektuell einfach vollkommen überlegen. Und dabei ist sie selbst so bescheiden. Und Fähigkeiten hat Larissa mehr als genug. Sie ist eine Dichterin, Denkerin, eine Actionheldin, ein intellektuelles Wunder, ja, ein Geschenk des Himmels. Larissa ist eben all das, was wir im Dschungelcamp brauchen. Und deshalb muss sie auch noch lange durchhalten.